dass ich letztens hier einfach abgehauen bin, das sieht mir gar nicht ähnlich. Ich habe das Zeug zur Lehrerin und das werde ich heute unter Beweis stellen. Nicht wahr, Pfiffi? Ich bin eine tolle Lehrerin, oder? Hey, guten Morgen. Na, alles klar bei euch? Julian, du schon da und so gut gelaunt? Normalerweise bist du doch immer zu spät. Was passiert? Nicht jetzt doch von der Schule oder so? Alles gut. Also, nicht, dass ich wüsste. Ich bin halt einfach ein bisschen früher aufgestanden. Das war's. Julian, hast du schon gesehen, wer da hinten ist? Da ist wieder diese komische Betrügerin. Also, das soll ja angeblich die Schwester von Herrn Chillig sein. Ach ja, stimmt. Die Schwester von Herrn Chillig. Stopp. Also, ich dachte, das wäre die Mutter von Herrn Chillig. Also, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Oh, der Hund ist ja niedlich. Dürfen wir den mal streicheln? Finger weg, Kinder. Sonst regnet es hier gleich schlechte Noten. Weg da. Oh Mann, die war aber streng. Schade. Habt ihr das gerade gesehen? Die hat gerade total die Kinder angemeckert. Ja, sowas von fies. Also, ich zweifle immer noch daran, dass die in einer Familie sind mit Herrn Chillig, weil der ist doch nicht immer mega nett und sie immer richtig fies. Habe ich hier gerade Chillig gehört? Redet ihr vielleicht über mich? Alles in Ordnung? Oh, hallo Frau Chillig. Also, nein, nicht diese Frau Chillig. Nicht, ich meine die andere Frau Chillig. Oh, ich sehe schon. Max' Schwester ist schon wieder hier bei uns in der Schule. Was möchte sie denn jetzt wieder? Vielleicht gehe ich als erstes erstmal zu Max. Ich habe keine Ahnung, ob er davon Bescheid weiß. Hey Max. Hi. Sag mal, wusstest du, dass deine Schwester hier ist? Die ist unten auf dem Schulhof. Ist das jetzt dein Ernst? Nein. Ich möchte jetzt aber nicht auf Fifi aufpassen. Ich habe ja eine Schule zu leiten. Ich bin erwachsen und kein kleines Kind mehr. Und dann ist sie wahrscheinlich wieder super gemein zu mir heute. Nur weil ich meine Haare nicht perfekt habe heute. Max, ich meine, so schlimm ist das nicht. Wir können ja erstmal gemeinsam mit ihr reden. So, ich werde mich heute hier als super Lehrerin beweisen. Denn ich bin die einzig wahre Frau Chillig an dieser Schule. Wo bleiben denn diese Schüler? Wenn die nicht sofort kommen, gibt's für alle einen Klassenbucheintrag. Ich glaube, sowas sagt man als Lehrer. So, wer als erstes in der Klasse ist? Ha, ich bin Erster. Und ich bin auch der Erste auf meinem Platz. Moment, junger Mann, hier wird nicht gerannt. Oh, sorry, ich wollte sie nicht anrempeln oder so. Ich habe nicht nach vorne geguckt. Das gibt's hier nicht. So, sofort alle hinsetzen. Alle Kinder auf ihre Plätze. Oh, was will die denn jetzt eigentlich hier? Wir haben doch jetzt mal Frau Chillig, oder nicht? Die haben jetzt gar keine Lust. Ich werde euch heute unterrichten und ich möchte mich nochmal bei euch vorstellen. Mein Name ist Frau Chillig. Ich bin die einzig wahre Frau Chillig an dieser Schule. Na gut, Max, wir gehen jetzt nochmal gemeinsam runter, dann sprechen wir mit deiner Schwester und dann muss ich aber auch in den Unterricht. Also eben gerade war sie noch hier, aber jetzt ist sie anscheinend nicht mehr da. Keine Ahnung. Wie bitte? Sie ist weg? Oh ja, Glück gehabt, dann ist sie nicht so fies zu mir. Super. Ich bin so glücklich. Oh, also, ich freue mich richtig. Ja, ist in Ordnung. Ich muss jetzt in den Unterricht. So, und ich habe mir sagen lassen, eine gute Lehrerin schreibt unangekündigte Tests. Und das werden wir auch heute machen. Was? Ein Test? Also, wir sind doch in der ersten Klasse. Da gibt's doch keine Tests und so. Bitte nicht. Was denn? Mathe oder was? Also dürfen wir eigentlich keine Tests schreiben. Hat Frau Chillig gesagt, das machen wir erst in der zweiten. Jetzt ist aber Ruhe hier, Kinder. Hier wird jetzt ein Test geschrieben. Okay, na, da bin ich jetzt endlich. Ich bin ein bisschen spät dran, aber wir können jetzt wirklich starten. Na, was machen Sie denn hier? Sie können sofort wieder gehen. Also ich werde heute den Unterricht übernehmen. Kommt gar nicht in Frage. Das ist jetzt hier meine Klasse. Das können Sie ja vielleicht mit meinem kleinen Bruder klären. Aber nein, ich unterrichte jetzt hier. Aber Sie können mir doch nicht einfach meine Klasse wegnehmen. Ich meine, sind Sie überhaupt eine Lehrerin? Oh nein, das glaube ich auch nicht, dass diese Frau eine Lehrerin ist. Also sie ist super fies und ganz fies zu Kindern. Okay, das sind viele Lehrer, aber nicht so wie sie. Julian, wärst du bitte so nett und gehst bitte einmal ganz kurz Herrn Chillig holen? Ich glaube, wir haben hier Klärungsbedarf. Oh ja, das mache ich ja super gerne, denn Julian ist der Klassensprecher und das macht, glaube ich, ein Klassensprecher so. Was ist das denn hier? Ich meine, das geht total gegen mich, die einzige Frau Chillig. Ich meine, hallo? Also das lasse ich mir wirklich nicht bieten. Langsam platzt mir der Kragen. Oh, das riecht hier sowas von nach Ärger. Solltet ihr schnell zu Herrn Chillig, sonst bekomme ich noch was vom Ärger ab. Und darauf habe ich gar keine Lust. Ja, natürlich, ich habe es mir notiert. Ja, ich habe es mir notiert, wirklich. Ich glaube, Herr Chillig, der hat was Wichtiges am Telefon zu klären und eigentlich möchte ich ihn nicht stören. Naja, aber wenn ich schon mal aus dem Klassenraum raus bin, dann gehe ich natürlich aufs Klo. Nutze ich die Chance. War das nicht da vorne Julian? Also, wenn der eigentlich in mein Büro kommt, dann gibt's eigentlich immer nur Ärger. Oh nein. Julian Vogel, bleibst du einmal bitte stehen. Was ist denn los? Oh Mann, ich habe das erste Mal eine richtige Erlaubnis von Frau Chillig hier, einfach auf dem Pausenhof rumzulaufen und aufs Klo zu gehen. Julian Vogel, hallo, ich rede mit dir. Warum warst du denn bei mir an der Tür? Oh, jetzt haben sie ja doch Zeit. Sie waren am Telefon. Na, ist ja auch egal. Also ich sollte zu Ihnen... Ja, warum eigentlich? Ach so, ja, Sie sollten zu uns im Klassenraum kommen. Da ist irgendwas los. Oh, ist was los? Oh nein, sag nicht, das Baby kommt. Ich kann doch jetzt nicht ernsthaft hier einfach in meine Klasse reinkommen, so tun, als wenn Sie Lehrerin sein und mir hier meine Kinder wegnehmen. Ich meine, ist das mit dem Schulleiter abgesprochen? Wo bleibt eigentlich Julian und Max? Ich meine, die müssen mir jetzt irgendwie aus der Patsche helfen. Sarah, könntest du bitte einmal kurz nach Julian gucken und gucken, wo der Schulleiter ist?
Ja, mach ich. Sie sind doch total überfordert mit dieser Klasse. Ich bin auf jeden Fall eine bessere Lehrerin als Sie. Also das ist ja wohl die Höhe. Natürlich ist nicht da und Julian ist hier auch nicht. Wo sind die denn? Aber da liegt dieser Laptop von Herrn Schillig. Das würde mich so interessieren, was der da immer so macht, wenn er am Laptop ist. Wow, da sind ja ganz viele Cartoons drauf. Normalerweise ist mir das wirklich wichtig, dass ich mich mit der Familie meines Mannes verstehe, aber die Schwester, ich meine, mit der kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Ich will mich mit Ihnen auch gar nicht anfreunden. Was kann ich denn dafür, dass Sie meinen Bruder geheiratet haben? Julian, damit eins klar ist, du kommst natürlich direkt hier nach, wenn du auf Klo warst und egal, was du da machst, du kommst danach direkt in die Klasse wieder und ich sollte mal schnell nach Anna schauen. Oh Mann, das hätte ich nicht gedacht, dass Herr Schillig so lustige Filme immer guckt. Oh Mann, da ist er nicht, dass er mich in seinem Büro erwischt. Oh, das war eigentlich so nicht geplant. Ich werde mich mal lieber hier hinter verstecken, sonst gibt's richtig Ärger. Anna, Schatz, hey, Kinder, was ist denn jetzt hier los im Klassenraum? Max, da bist du ja endlich. Ich habe schon in Ewigkeiten auf dich gewartet. Max, ich wollte ja einfach heute mal als Lehrerin unterrichten, aber diese Frau lässt mich nicht. Wie bitte? Du bist doch keine Lehrerin. Was für unterrichten? Was steht hier? Die einzige Frau Schillig. Nee. Also wenn das gegen meine Frau geht, auf gar keinen Fall. Nee, das kommt sofort weg. Oh, Maxchen, jetzt spiel dich hier nicht so auf. Geh spielen. Sonst erzähle ich gleich mal, wie du dir damals immer in die Hose gemacht hast. Oh ja, also die Geschichte will ich gerne hören, dass der Schillig sich in die Hose macht. Nun gut, passiert mir auch nochmal ab und zu, aber trotzdem witzig. Herr Steve, im Moment ist es ein bisschen unangebracht. So witzig ist das nun auch nicht. Und jetzt beleidigt sie auch noch meinen Mann. Also ich meine, wenn sie so weitermachen, dann müssen wir leider die Polizei rufen. Hey Julian. Sarah, was machst du denn jetzt hier? Ach, längere Geschichte. Also Frau Schillig hat gesagt, ich soll dich holen, weil du ja Herrn Schillig holen solltest. Und naja, dann war hier niemand im Büro. Da habe ich mal auf Herrn Schillig's Laptop geguckt. Der hat richtig lustige Filme da drauf, so Cartoons. Ach, na toll, da muss ich ihm irgendwas Neues überlegen. Dann gehe ich eben. Also mit dem Stichwort Polizei, ich glaube, das hat dir gar nicht gefallen. Ich glaube, sie hat ein bisschen Angst bekommen. Ach ja, sie hatte schon häufiger mit der Polizei zu tun, aber das ist eine lange Geschichte, da möchte ich jetzt nichts von erzählen. Ehrlich gesagt interessiert mich das auch überhaupt nicht, Max. Ich möchte eigentlich nur Matheunterricht machen, also kann's jetzt losgehen. Okay, Schatz, dann bis später. Dir geht's aber soweit gut, oder? Ja, mir geht's gut, alles in Ordnung. Sehr schön und, wo ist denn Julian? Und ein paar andere fehlen doch auch noch, hä? Hast du das gesehen, Julian? Das war echt besonders lustig, oder? Jetzt weiß ich auch, was der Herr Schillig hier immer macht, wenn er so lange im Büro ist. Der guckt sich hier Filme und Serien an. Würde ich aber auch. Hey, Kinder, sag mal, was macht ihr denn hier in meinem Büro mit meinem Laptop? Ab in den Unterricht, aber ganz, ganz schnell jetzt. Was für ein Chaos hier bei uns in der Schule. Wichtig ist aber nur, dass sie jetzt meiner anderen nicht sagen, dass ich hier Serien und Filme gucken. Bei welcher Staffel war ich nochmal?